Yo, you feel the pressure. Mama Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft LP. Ja, in der letzten Folge haben wir diese schöne Netherfestung gefunden. Ich wollte eigentlich ein bisschen XP farmen, nur dass wir eine Axt haben können, um Holz zu farmen. Ja, und das war schon wieder. Haben wir uns verirrt in einer Netherfestung? Also was heißt verirrt? Ich denke mal, ich finde hier schon noch raus. Hoffe ich. Aber. Ja, wir sind halt hier gelandet irgendwie. Ganz woanders. Also jetzt was ganz anderes, als wir eigentlich machen wollten ursprünglich. Nehmen wir nämlich ein bisschen das Quarz mit. Ich will ja nur 33 Level haben. Um auch noch eine enchanten zu können. Und die Pigments sind sauer. Sehe ich gerade. Ist nicht so einfach mit denen immer. Wir haben die versehentlich mal einen geschlagen und seitdem hassen die uns hier in dem Gebiet. Ja. Also legt euch niemals mit Pigments an hier. Die sind nicht mehr feierlich. Ich hau mal jetzt ein Goldschwert hier raus. Die braucht doch kein Mensch, ey. Ich hab gesagt, die braucht kein Mensch. Und das Steinschwert auch nicht. So. Gut. Hier ist schon mal nichts mehr. Den über das Skelett nehmen wir mal mit. Genau. Da ist nichts. Dann ist auch nichts. Gut. Wow. Hi. Weißt du was? Tschüss. Ich hab doch einen Bogen. Wieso mache ich mir das Leben denn schwer? Mit so einem kleinen Scheiß eigentlich. Hier ist noch ein Spawner. Wow. Die feuern hier aus allen Richtungen. Und ich habe mich, glaube ich, langsam verirrt in der Festung. Die sind ein bisschen größer als die anderen. Wenn ich ehrlich bin. So, also hier ist nichts. Da ist nichts. So. Hier ist die Festung und hier bauen wir einen Weg rüber. So, genau. Hier ist nichts. Da ist Netherrack. Ich brauche mal ein bisschen was zum Bauen hier. Da haben wir aber... Nee, pass mal auf. Hier kann ich dann zumachen, weitestgehend. Das war hier wirklich bloß den Gang zum Dings haben. Hier ist ja eh zu. Dann gucken wir mal hier oben noch, was da so abgeht. Hier ist auch weiter nichts. Das bedeutet... Können wir zumachen. Und das können wir dann hier auch zumachen. Das ist doch mal sehr schön jetzt hier. Hier ist der andere Spawner. Dann ist Quarz, das nehme ich mit. Dann haben wir gleich die 30 Level. Sehr schön. Ich wollte ja 33 haben, um zweimal entscharten zu können. Falls das erste, das steht nämlich nur an Breaking und... Ja, Unbreaking ist halt immer... Kann scheiße sein, weil wir haben schon eine Unbreaking 3 Axt, nur. Dann haben wir auch keinen Fortschritt so richtig. Also das würde ich eigentlich gerne offen lassen, weil das sind ja beide Spawner. Wow, 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 wow. Ich habe mir die Pigments zum Feind gemacht. Das war nicht so schlau. Aber es war versehentlich, dass ich ihn nur geschlagen habe. Ich habe ja gar nicht gegen Blazes gekämpft. Und die hassen mich ganz schön, sieht man. Ist aber deren Recht an der Stelle tatsächlich. Also. Ich meine, ich habe deren Freunde gekillt. Dass die sauer sind, kann ich an der Stelle sogar verstehen. So. Also hier hinten ist
Nicht in der Richtung. So, warte. Kann ich auch das alles hier wieder mitnehmen? Dann können wir diesen Gang hier nämlich zumachen. So, da ging es ja hoch. Das ist weitestgehend wichtig. So. Da gehen wir nicht weiter. Wir gehen da weiter. Ach, das Gravel, ach so. Die hassen uns hier noch nicht. Das ist sehr schön. Also das hat sich nicht durch die ganze Nella-Festung rumgesprochen, sag ich mal. Dass wir ein ganz böser Mensch sind hier. Gegenüber Pigment. Da gucken wir mal hier hinten. Ist da noch was? Eine Kiste ist hier. Mit ein bisschen Gold und einem Sattel. Braucht man so viele Sattels eigentlich? Ich glaube nicht. Davon bin ich nicht überzeugt. Da hinten ist aber auch Schluss. Ja, das heißt, der gesamte Gang ist für den Arsch, um genau zu sein. Aber war dann überhaupt noch so viel? Also wenn wir das hier zumachen. Dann kommen wir ja bloß von da und da war nichts. Also hier hoch. Ist ja dann schon nichts mehr eigentlich. Ach stimmt, hier sind. Ach, wir sind ja so hochgekommen hier. Gut. Würde ich mal sagen, gehen wir hier hoch. Bisschen so lang. Genau. Dann sind wir wieder hier. Da versuchen wir jetzt mal zurückzufinden. Es fehlen aber auch noch ein paar Level. Ich wollte eigentlich ganz woanders farmen. Ich habe mich ja durch die Festung hier schon wieder ablenken lassen. Mann, oh Mann. So. Also hier hinten ist dann die andere Festung. Aber ich habe mich nicht verirrt. Bisher zumindest noch nicht. Aber da hinten ist, sag ich mal, Dingskirchen. Müssen wir darüber hoch und dann sind wir auch schon zu Hause. Und diese Nether-Festung ist eigentlich für den Arsch hier, weil wir die irgendwann mal schon abgefarmt haben und so schlau waren, die Spawn abzubauen. So ist das. Ja, hier war mal ein Spawner. Das sind hier so eine Plattform. Wir bauen uns jetzt hier einfach mal rüber. Und dann ja. So. Okay. Quarzblöcke. Und da sind wir wieder hier. Sehr schön. So. Alles klar. Wo haben wir jetzt hier noch Zeug? Hier nicht. Woanders schon. Wir gehen ja jetzt einfach mal allgemein wieder hoch. Da war irgendwo so ein Gang.
ich mich ja mal in der Timelapse ein bisschen lang gemeint habe, quasi. Ich geh mal hier hoch einfach. Das machen wir mal. So. Genau, hier sind wir wieder. Alles klar. Irgendwo müsste jetzt hier so ein Gang sein. Vom meinen. Also dieser eine Gang, wo wir halt in diese Richtung wollten. Den habe ich irgendwie hier gefunden gehabt. Dann ist unsere Festung, das ist sehr schön. Das nehmen wir mal auch mit hier. So. Aber hier irgendwo muss das gewesen sein. Ich meine irgendwie hier. Wo ist dieser Gang? Hi. Tschüss. Ist das auch auf der Plattform? Landet nicht wirklich. Schade. So, da wurde ich gerade genervt, alles klar. Ja, jetzt müssen wir weiterkommen. Wo ist dieser Gang? Der war doch hier irgendwo. Könnte ich schwören. So, warte mal. Aber das geht hier nicht, okay. Sorry. War nicht meine Absicht. Da ist noch einer, den hole ich auch mal ganz schnell. Als ob. So. Naja. Alles klar. Jetzt habe ich gerade irgendwie irgendwas im Hals, ey. Alter. Was ist nur los? Ich suche immer noch den Gang. Ich habe den immer noch nicht gefunden. Ich bin traurig. Ja, wo ist der? Der war doch hier. Irgendwie. Bin ich mir ganz sicher. Oder war da weiter da hinten so? Fühle mich gerade ein bisschen verarscht, ehrlich gesagt. Nee, aber hier ist dann schon Dingenskirchen. Der muss hier sein. Ich habe da irgendwo eine Quarzader abgebaut und da war der. Wo ist der hin? Hier ist er. Doch so.
steckt. Okay, da bin ich glaube ich gerade 20 Mal dran vorbeigelaufen, aber egal. So. Wow! Alter! Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich gerade verschrieben habe. Alter. Das hat einfach direkt was unter ist, ey. So. Da war ganz schön viel Quarz. So, da haben wir nochmal eine Quarzader. Die nehme ich natürlich auch mit. Ich werde 33 Level haben. Auch wenn wir sie gleich haben eigentlich. Von der Theorie her. So. Dann haben wir, glaube ich, beide Folgen verdünnt. Ein bisschen. Müssen wir mal in der nächsten Folge gucken. Ja, jetzt nehmen wir das noch mit. Genau, dann können wir zweimal eine Axt enchanten. Das habe ich vor. Ich habe auch ein paar Dias gefunden. Das ist schön. Obwohl drei waren davon. Hatte ich schon sowieso mitgenommen. Also zwei Dias hatte ich in der Festung gefunden. Das ist, wie gesagt, sehr schön. Und jetzt, diesmal markiere ich den Gang da einfach mal. Also hier geht's raus. Jetzt einfach mal so, weil wir haben ja irgendwo einen anderen Ausgang. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar Quarzblöcke und dann muss ich mal gucken, wo der jetzt rausgeht. Boah, so unscheinbar ist das hier. Einfach mal markieren. Von dem Weg, sag ich mal. Wo sind das hier? Manchmal noch so ein paar Blöcke, dass ich das finde. Und dann kann eigentlich nächstes Mal nichts mehr schief gehen. Okay. Gut, das hat jetzt etwas länger gedauert, als ich erwartet hatte. Ich habe erst gesagt, oh, das geht ja ganz schnell. Und ja, und dann ist ja immer noch klar und mache es. Aber naja. Wir haben jetzt noch 15 Minuten Zeit. Mal gucken. Sorry, dass ich schon wieder gefarmt habe. Aber es ist gut. Jetzt werden wir einfach mal eine nette Axt craften und dann zwei nette Äxte sogar. Dann machen wir vielleicht sogar eine Efficiency 5 Axt. Müssen wir mal gucken. Was wir jetzt rauskriegen. Fortune oder Silk Touch brauchen wir da drauf ja absolut gar nicht eigentlich. So. Dann wollen wir erst alles einsortieren. Mob Drops. Einmal so. Dann machen wir so. Dann. So, 43 Blackswords haben wir. Schön. Dann diesen hier und diesen hier. Ein Fall brauchen wir selbstverständlich. Für Dingenskirchen. So, das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das kommt da rein, den brauchen wir so. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Und das kommt hier hin. Genau. Dann craften wir jetzt mal zwei Äxte, um genau zu sein sogar. Und dann, ja. Na, wir lassen die erstmal noch. Alles nacheinander. Lapis brauchen wir noch. Ich weiß, hat da gerade 2 10er Stacks gemacht. So. Efficiency 4, Silk Touch, Unbreaking 3. Das hatte ich mir vorgestellt. So. Brauchen sagt Silk Touch darauf, aber
Wir haben's. Das ist gut so. Es brauchen wir halt einfach wirklich nicht irgendwie. Das ist so richtig sinnfrei, auf einer Axt Silk-Touch zu haben. Aber wenn Minecraft so meint, muss das da rauf tun, dann halten wir Minecraft nicht davon ab. Erfüllen sich wieder. Nice! Und nochmal Unbreaking 3. Alter, nice. Das ist richtig gut. Jetzt können wir das nämlich kombinieren. 19 Level, 11 Level. Erfüllen sich 5, Silk Touch, Unbreaking 3. Silk Touch ist natürlich sinnfrei, aber egal. Ich bin noch immer am Überlegen. Wollen wir da Lockback drauf haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ganz einfach nicht. Knockback Fire Spec 2. Bin da so ein bisschen überfragt. Ach komm, lass machen. Dann haben wir Fire Spec. Mal gucken, das sind 14 Level, das würde passen. 22 nehme ich nicht die 14. So. Kann man das auch mal. Fire Spec 2 habe ich jetzt. Dafür Knockback. Auf dem Schwert. Ich weiß nicht, ist das sehr schlimm? Gerade ist nichts da. Aber wir haben ja eh den Schlag-Cooldown. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht mit Knockback. Weiß ich gar nicht. Also, ohne Schlag-Cooldown wäre Knockback scheiße, aber hier ist jetzt gerade kein Mob, aber es ist ja auch Tag. Logisch, oder? Für mich ist es logisch, dass gerade nichts da ist. Bis wenn ich jetzt weiter renne, weiß ich auch nicht so genau. Ich gehe mal wieder rein. Okay. Ich würde mal sagen, ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen Holz noch. Und dann ist die Folge sowieso vorbei. Dann werden wir das mit der Tierfarm und den Feldern in der nächsten Folge, denke ich, tun. Also gucken wir noch hier. Aber das geht so richtig schön schnell jetzt. Oh, angenehm ist das. Oh, wir kriegen ja jetzt auch Leaves dadurch. Ach du Scheiße. Wenn wir mit der Axt abbauen. Einerseits cool, andererseits irgendwie. Also hier ist ein großes Baum, wo wir noch ein bisschen mehr als das abbauen müssen hier. Aber das werden wir im Nachhinein sehen. Erstmal so ein bisschen bauen, dann mal gucken, wo sich noch was versteckt. Okay. Aber ganz ehrlich, Laubfarm. Es geht, glaube ich, mit der Schere besser. Denke ich. So. Man könnte ja mal ein Baumhaus bauen, aber ich glaube nicht in dieser Staffel. Weil das ja mir irgendwie. Es mangelt ja an Bäumen, sagen wir mal so. Da bräuchten wir mal so ein. Eichenwald oder so, oder oh, in Staffel 1 könnte man das vielleicht mal später bauen, weiß ich nicht. Wir wollen das ja irgendwann mal beides verbinden. Aber da ist noch ein bisschen Zeit. Ein ganz bisschen. Ja. Huch. So. Genau. Dann nehmen wir mal ein paar Saplings und ein paar Äpfel.
dann wollen wir mal gucken, wo die Kate jetzt denn jetzt mal nichts. Da müssen wir mal sehen. Da muss noch Holz. Aber sowas von. Mal ein bisschen durchrennen, das lohnt sich immer mal. Ja, 2,5-6 Holz, immerhin. Also damit kann man dann schon mal nächste Mal was anfangen. Ich kann mal ganz kurz das Zeug aus dem Ofen holen hier. 5 Level haben wir da jetzt schon wieder. Schön. Sich doch. Jetzt haben wir ein bisschen davon. Ein bisschen Schwein, genau. Das machen wir so. So. Hier sind die Äpfel. Dann gucken wir mal, was sich jetzt noch so ergeben hat da. Wo noch was ist. Also da ist auf jeden Fall noch so ein großes Monstrum. Da sind auch noch ein paar Holz runtergefallen. Logisch. Aber das ist auf jeden Fall noch so ein Baummonstrum hier. Weiterhin. Ah, da ist auch das Holz, was ich da gerade sehe. Mal sehen, das ist aber noch viel größer. Das ist aber noch viel größer. Ich baue mich da mal ganz kurz hoch und dann suchen wir mal ein bisschen. Siehst du? Da ist noch zwei Holz sogar. Oha. Zwei Hölzer. Mal ein bisschen Saplings einsammeln. Ob da noch was ist. Natürlich ist da noch was. Da würde sonst Bewegung jetzt stattfinden. Sag ich doch, da ist noch was. Also wie schnell man das manchmal findet, ich guck mal gleich noch weiter. Da ist noch ein Holz. Mitnehmen. Also hier ist erstmal was los. Aber erstmal ein bisschen gucken, wieder ein bisschen einsammeln hier. Da oben, da verschwindet es jetzt. Okay, dann gucken wir mal hier. Da ist auf jeden Fall noch ein Holz, das habe ich gerade schon gesehen. Ich werde mich da aber mal hochstecken, weil da ist nämlich noch mehr. Genau. Wurde schon bestätigt. Da verschwindet noch nichts. Hier muss irgendwo noch Holz sein. Auch wenn wir langsam die Orte ausgehen, wo. Oder reicht das aus? Nee, da ist auf jeden Fall noch was. Ja, da. Das ist immer ein bisschen doof bei den Riesenbäumen. So. Au. Das war jetzt nicht so nett.
Genau, gucken, ob da jetzt schon mal ein bisschen was verschwindet. Ich weiß nicht, ich kann ja ein bisschen einsammeln hier mal wieder. Ja, da kommen schon einige Saplings raus, aber es ist sehr durchlöchert hier mittlerweile. Obwohl ich sagen würde, hier ist noch was. Wieso? Weil hier ist noch ganz schön viel im Vergleich. Sag ich doch. Das sieht man. Da drüber. So. Alles klar. Ich denke mal, wir haben alles, also. Ja, der Baum ist so durchlöchert jetzt. Pflanzen wir jetzt mal nach. So. Gut, dann würde ich mal sagen, war's das jetzt für die Folge? Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.